Wir sind heute nicht so viele, ne? Aber man muss auch dazu sagen, der Bahnstreik hat uns auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und das schöne Wetter sowieso. Und wir freuen uns trotzdem immer noch über alle, die es hergeschafft haben. Ich will jetzt ganz kurz eine Anmerkung machen. Wir wissen, Kernkraft ist ganz wichtig. Klima, Versorgungssicherheit, Strompreis. Da hängt die Wirtschaft dran, da hängt unser Wohlstand dran. Das ist alles bekannt, das ist uns allen klar. Aber es gibt noch eine Dimension, die eigentlich so ein bisschen unterschätzt wird. Und ich habe vor einem Jahr hier schon mal gestanden und meine erste Rede gehalten auf der Nuklearia-Demo, wo ich so eine kleine Geschichte erzählt habe. Wo ich gesagt habe, meine Kinder gehen in den Kindergarten damals, jetzt gehen sie alle in die Schule, aber ne, die waren ja ein paar Jahre im Kindergarten und da wird dann ein Klimaaktionstag gemacht. Da kommt dann so ein Eisbär im Kindergarten und dann kriegen die Kinder erzählt, ja, mehr oder weniger, ihr mit eurem Konsumverhalten, mit Autofahren, dies, das, ihr sorgt dafür, dass die Eisbären verhungern. Das ist eine Tragödie für Kinder. Die hören das. Und dann kommt der Eisbär und schüttelt in die Hand oder was auch immer. Ne? Aber die weinen tatsächlich, also weil die denken, sie sind jetzt schuld, dass die Eisbären verhungern müssen. Und das ist eine Katastrophe. Und dann stellen die sich im Himmel und sagen, ja, die konventionellen Kraftwerke, die stoßen da Dreck aus und das wollen wir alles nicht haben. Wir wollen halt Wind und Solar und dann setzen sie die Kinder auf dem Fahrrad. Sagen, guckt mal, ihr könnt Strom erzeugen und sagen überhaupt nicht, wie wenig das ist. Und sagen überhaupt nicht, dass es mit Solar und Wind, das kann nicht funktionieren. Ich meine, wir sehen ja die Graphen der Energiewende. Ne? Wie schaffen wir das? Wir schaffen das Ziel nicht. Diese CO2-Einsparung mit Wind und Solar, wir schaffen es nicht. Das ist das eben, was die Kinder, wenn sie dann älter werden, was sie dann sehen. Also was bei den Fridays for Future, wenn das dann Jugendliche sind, die haben Angst, die haben Klimaangst. Die werden depressiv oder ich meine, das hat eine richtige psychologische Komponente. Die steuern in eine Klimakatastrophe. Es gibt Leute, man kriegt das ja mit über die sozialen Medien, die fangen an, sich völlig einzuigeln, nur noch Bäume zu pflanzen und alles nur noch ihr ganzes Denken und Handeln nur noch auf diese Klimakrise auszurichten. Und wir machen damit junge Leute kaputt. Und wir fangen damit im Kindergarten an. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen finde ich das einfach so wichtig, dass man auch schon Kindern erklärt, nee, es gibt nicht nur die so dreckigen konventionellen Kraftwerke, es gibt Kernkraftwerke. Und das machen wir eben in der Familie, dass wir das erklären und dass wir das sagen und dass wir auch öffentlich dafür eintreten und sagen, ey, man muss doch diese Lösung bekannt machen, ehe jetzt hier eine ganze Generation denkt, sie hat keine Zukunft und sich da in den Wahnsinn treibt, muss man doch berücksichtigen, was es für einen psychologischen Wert hat, den Kindern und Jugendlichen eine Lösung an die Hand zu geben. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir das hier heute mitmachen und dass wir da einfach wirklich wieder ein Signal in die Welt raussetzen und es wird sich verbreiten. Wir sehen das, wie ein paar Enthusiasten das Ruder rumreißen können. Das haben wir gesehen durch die Arbeit der Nuklearia und daran wollen wir weitermachen. Und das finde ich wichtig, dass wir da auch eben immer wieder an die Klimaaktivisten rangehen und denen das immer wieder sagen. Immer wieder. Und dafür haben wir auch eine Kampagne und einen Hashtag. Darüber will ich dann später noch mehr erzählen. Genau. Die Critical Climate Action, ihr habt es sicherlich schon erkannt. Wir haben jetzt aber noch mehr Redner. Weil, wenn wir über die Kernkraft argumentieren, dann kommen wir immer wieder an zwei Probleme, dass die Leute sagen, Atommüll,